Yeah. Oh shit, schade. Ich wollte in der Luft stehen bleiben. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Oh, oh. Was hat er mit uns vor? To leave the undead asylum in pilgrimage. Oh. To the land of the ancient lords. Was, sind wir jetzt etwa der aus der Legende, von dem uns der Ritter erzählt hat? Ah, Lauren. Ja, da spielt das ganze Spiel. Denn das, was wir gerade erlebt haben, war das Tutorial. Ja. Ja, das Tutorial. Und ich bin schon gestorben. Toll. Bescheuert. Na, ist die Steuerung, ne? Zack. Und das Schild ist in der Luft. Wir sind undead, wir können das. Das Holzschild. Steige auf und entfache Leuchtfeuer. Ja, hier an dem Leuchtfeuer kann man das machen. Ja, schön. Okay, holen wir uns erst das Item. 3 Menschlichkeit, nice. So. Leuchtfeuer. Und wie ihr vielleicht schon seht, wir haben jetzt 10 Estus Flakons. Das heißt, dieses Feuer wurde schon entfachter. Sagt man das so? Wir können Level abkommen. Wir gehen auf Konditionen, das erhöht Belastbarkeit und Ausdauer. Und das ist das Muss in so einem Spiel hier. Wir gehen auch mal auf Vitalität. Und einen auf Beweglichkeit kommen, weil wir es können. So, und bestätigen. So, jetzt zeige ich euch auch mal den Grund, warum wir den Generalschlüssel genommen haben am Anfang. Denn hier gibt es eine Treppe, die runterführt. Da ist eine Frau, mit der wir uns später befassen werden. So, geht hier runter. Man kann hier runterfallen, wenn man sich blöd anstellt. So. Sprinten wir mal ein bisschen. Hier befinden sich nämlich keine Gegner. Und in dem Teil ist auch nichts. So, hier ist ein Fahrstuhl. Der uns hinabführt. Und sehen wir hässlich aus. Oh, die Haare. Die liegen noch wie bei unserer Geburt. So. Der Fahrstuhl bleibt unten. Das heißt, wir müssen den gleich wieder nach oben nehmen, sonst ist oben keiner. So, hier gibt es nämlich ein paar Sachen. Wie zum Beispiel eine Seele eines namenlosen Soldaten. Und komische Geräusche im Hintergrund. Nämlich von diesen netten Typen hier. So, das sind nochmal 24 extra Seelen. Und die hier greifen nicht an. Das heißt, wir können sie jetzt alle erobern hitten. So. Zack. Extra Seelen für uns. Kann ja nicht schaden. Aber ich würde sagen, wir machen nicht weiter, weil dorthin, wo wir jetzt gehen, da werden wir unsere Seelen verlieren. Zu 100%. Und das mehrmals. So, Generalschlüssel benutzt. Na, seht das mal. Drachental. Und ins Drachental kommt man, wenn man dem normalen Weg folgt, erst nach einer ganzen Weile, denn da geht's irgendwo rein, wo ganz starke Gegner sind. Aber wir müssen hier lang. Da hinten sieht man schon die Items im Hintergrund. So. Und da liegt auch ein toter Drache, so wie es aussieht. Aber der Schein trügt. Das ist nämlich ein Zombie-Drache. Und er bewacht hier 3 Items. Und wir nehmen uns das hier. Und dann wird er zum Leben erwacht. Dann steht er auf. Nee, gar nicht. Cool. Okay, die Seele des Kriegers können wir uns schon nehmen. Wenn wir die 2... Alter. Ist der gruselig. Und eklig. Wenn wir jetzt eins von... Oh Gott. Schnell nehmen. Da, seht ihr? One Hit. Aber da wir nur wenig Seelen haben, ist das egal. Die lassen wir dann auch mal liegen. Dafür haben wir nämlich jetzt 2 Sachen, die sehr nützlich sind. Denn wir haben Artorias Schwert. Macht zwar weniger Damage als die Keule, aber es geht deutlich besser. Ihr macht 104 rechte Waffe. Die hat nur 95.
getragen werden. Wo sieht man das denn? Achso, wir brauchen 14 Wille, um das Schwert zu tragen, richtig zu tragen. Und das Drachenwappenschild, was brauchen wir dafür? Das können wir schon tragen. Seht ihr mal. Wir haben jetzt schon ein besseres Schild. Ein ziemlich gutes Schild für den Anfang. Und ein ordentliches Schwert. Meiner Meinung nach. So. Was für Seelen haben wir denn? Nee. So, verlorener Unterhalter, Soldat. Wir nehmen einfach mal Krieger. Die Seele. Die gibt uns nämlich 2000 Seelen, genau wie der erste Boss. Steigen auf und setzen alles auf Wille. So, 13. So. Denn gleich können wir das Schwert tragen, komplett. Wir müssen nämlich nur noch... Hier irgendwo ist noch ein Item. Hier irgendwo ist noch eine Seele. Und hier gibt es noch einige Sachen zu holen. Das werden wir auch gleich mal machen, bevor wir weitergehen. Hier, Brandbomben, ziemlich nützlich, ziemlich stark. Ja, wir brauchen Wille, um die Waffe richtig benutzen zu können. So. Das Dumme ist ja auch, wenn man hier irgendeinen Charakter, so wie ihn hier, angreift, dann greift er an. Dann greift er auch zurück an. Und auch wenn man stirbt, bleibt er feindselig. Also, jede Sache, die man hier tut, die kann man bereuen. So, hier ist noch ein Item. Verlorener Untoter, sehr schön. Es fehlt, davon haben wir jetzt zwei, ne? Ja, gut, die geben, glaube ich, 200 jeweils. Und hier kann man übrigens runter. Ohne Schaden zu nehmen, übrigens. Kamera. Fail. So, hier sind drei Truhen. So, Seelen, verlorene Untote Seelen geben 200 Seelen jeweils. Wir brauchen aber 860, glaube ich, für den nächsten Level Up. So, und hier sind noch ein paar Items, die wir kaum gebrauchen werden, außer vielleicht die Heimatknochen. So, aber wie kommen wir zurück? Das ist einfach. Wir müssen erstmal hier... Hier ist nämlich noch eine Kiste, übrigens. So, Lloyds Talisman. Brauchen wir nur für Multiplayer, so. Wenn wir hier runterspringen, kommen Skelette. Aber da sind auch noch ein paar Items. Ich will mal gerade schauen, was die bringen. Die setzen sich jetzt zusammen. So, verloren unter 600. Das heißt, wir hauen jetzt ab. Ciao. Hier kommen wir, hier müssen wir nämlich erst viel, viel später hin. Also nicht viel, viel später, aber später. So, hi. So. Ja. So, den kleinen Schaden riskieren wir. Und die Kiste ist leer, denn die wurde schon ausgenommen, so wie es aussieht. Und namenloser Soldat haben wir ja sogar noch. Oh. Alter. Gegenstände. Verlorener Untoter zweimal. Wie viel gibt die denn? 400 wahrscheinlich dann, ne? Ja. Okay, dann benutzen wir noch eine hiervon. Und leveln uns einmal wieder hoch. Auf Wille. So. Und jetzt können wir das Schwert tragen und machen schon ordentlich Damage. Wie wir gleich bei den nächsten Gegnern sehen werden. So. Schön wappnen. Und einzeln pullen. So, wir machen die One-Hit. Wir machen die mit einem Schlag. Und die können nicht durch unseren Schild schlagen. Also uns Damage machen. Und das ist ziemlich nice. Ah. Alter. Ich will doch nur zu den Estus-Flas. So. Na los, komm. Da oben wirft nämlich einer mit Brandbomben. Und die sind gar nicht schön. Okay, dann backstabben wir den mal nicht von hinten. So, wovor ich aber Angst habe, ist vor dem nächsten Sprung. So, du kommst mal, ihr beide kommt mal her. Der ist aggressiv, der mit der Axt. Oh, die wollen uns sogar einkesseln. So, wir sind schneller. So, zack. So, der nächste Sprung ist ein bisschen schick, wir müssen nämlich darüber. Wahrscheinlich werde ich es verkacken. So. Run, Forest, und spring! War ja klar. Yay! Verkackt.
Naja, aber die Seelen bleiben am letzten sicheren Ort. Das heißt, die sind nicht verloren. Die holen wir uns wieder. Und da wir ja overpowered sind, kein Problem. So. Komm her. Keine Schnitte hast du. So, da oben. Hey, Kollege. Komm runter. Nicht du. Er hier. So, bevor er irgendwas machen kann. Komm her. Sehr schön. So muss das sein. Die Gegner sollen zu einem kommen und wir sollen nicht zu den Gegnern hin. Oh, shit. Oh, cool. Er hat seine Fassung verloren. So. Boah. Okay, da war ich unvorsichtig. Ja, Lohan ist gut. Zurückgeholt. Ich bin echt unvorsichtig, ja, weil hier wird jeder Fehler bezahlt mit Leben. So. Wo bleibt der andere? Da. Ich finde es echt gut, dass wir One-Hit machen. So. So, wir können auch durch Wände schlagen, das ist ganz gut. Warte mal, kann man nicht von hier aus einfach runterfallen? Naja, dann kriegen wir Schaden. Und das will ich nicht. So, zweiter Versuch. Wir waren ein bisschen zu weit rechts. Letztes Mal, beim letzten Sprung. So. Ja, perfekt. Denn hier ist ein Item, was ich eigentlich gar nicht benutze, aber haben will. Ring der Opferung. Was macht der denn? Generalschlüssel, Astoras Schwert, nee, Ringe. Keine Verluste bei Tod, aber der Ring bricht. Das heißt, wenn man gerade viel Seelen hat, dann könnte man den benutzen, um somit seine Seelen zu saven, falls man stirbt. Aber der Ring geht nach einem Gebrauch kaputt. So, das haben wir überlebt. Sehr schön, dann brauchen wir nie wieder hin. Also gehen wir weiter. Als nackter Mann mit Schwert und Schild. So, da ist noch ein Item. Das werden wir uns natürlich sofort holen. Verlorener Untoter, sehr schön. So, und bei Dark Souls sollte man immer um die Ecken schauen. Denn hier ist eine Ratte. Die wir natürlich auch mit einem schweren Angriff One hitten. Ich weiß gar nicht, wie wir es mit einem normalen Schlag tun, aber sicher ist sicher. So, wo geht's denn hier hin? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Na geil. Scheint also ein Shortcut zu sein oder so ähnlich. So, was geht denn hier ab? Ich höre was. Jetzt ist auch immer ruhig. So. Boah, Alter. Der kann springen. In der Stadt der Untoten lauern sie auf unsere Fehler. So. Ach, schade. Hier kann man auch alles Mögliche kaputt machen. Aber erstmal wollen wir die Gegner hier ausschalten, die mit uns, die nach uns werfen. Unverschämt. Na, komm doch her. Gut, dann machen wir so. Boah, 245 Schaden. Wow. Der hat uns fast getroffen. Selbst durch seine Deckung machen wir ihm noch eine Menge Schaden durch das Schwert. Denn es hat Magieschaden. So, man braucht die Sachen auch gar nicht kaputt schlagen. Wir können auch durchrollen. Aber hier ist nichts. Das kommt noch. So, bevor wir durch den Nebel schreiten, gehen wir hier runter. Zu dem Item. So. Seele verlorener Untoter. Sehr schön. So, aber hier sollte man aufpassen. Hier kommen die Leute von allen Seiten. So. Okay, du bist zu langsam für mich. Habt ihr jemals in den Fässern? Nö. Schauen wir mal kurz nach. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Hatte ich da schon was vergessen? Ich glaube nicht. Guck, wie sie da hängen. Vier Leute. Verschämtheit. Hallo?
Also sie machen noch nichts. Denn erst wenn wir weitergehen, greifen sie uns an. Aber da wir sie sehen, schlagen wir sie runter. So, der Hinterhalt wäre ausgeschaltet und wir nehmen Abfall. Ein sinnloses Item. Ein sehr sinnloses Item. Das ist offen. Kann man da irgendwo rein? Also ich weiß nicht alles, aber ich weiß, wie man nicht zu dem Item kommt. Lol. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein Item. Das ist nämlich eine Menschlichkeit. Da unten. Wo kommt der denn her? So, auf ihn draufspringen, ihn stunnen und töten. So, die Frage ist, wie kommen wir zu dem einen Item hin? So nicht. Nee, oh Gott. Ja, wie wär's mit hier rein? Ist nämlich auch immer fies. Die sind so Blinkwinkeln, in die man kaum guckt. Sind dann immer so Sachen versteckt wie Gänge. Oder was auch immer. Hier gibt es sogar auch Geheimgänge. Die man nur findet, wenn man gegen eine Wand schlägt. Also so. Und ich weiß im Moment gerade so spontan nur von einem. Von einem Geheimgang. Und den werden wir auch brauchen, denn da ist eine Rüstung drin, die sehr stark ist und die wir auch benutzen werden, hoffentlich. Falls ich richtig skille. So. Weiter geht's. Im Moment ist es ja noch ziemlich einfach. So. Schreiten wir durch den Nebel. Er verschwindet, das heißt, hier ist kein Boss, aber ein Item. Sehr schön. Noch ein verlorener, untoter Seelentypi. Der uns 200 Seelen gibt. Und wir haben schon 1300. Übrigens, dieser Sprung ist nicht machbar. Habe ich schon häufig ausprobiert. Und, what the fuck? Ein Drache? Wollen die uns verarschen? Guck mal da unten. Den Gegner. Gehen wir einfach mal weiter. Und hier ist eine... Lol. Hier ist ein Bogenschütze. Da, Schuss. Ah, ich verwechsel mal die Tasten. So. Haha. Zack, zack. Nix da. Wir gehen einfach mal hier rein. Hallo. Hier ist der erste Schild. Ein Holzschild. Wir können ja mal... Kommt hier einer? Nee. Wir können ja kurz vergleichen. Seht ihr? Ist zwar leicht, aber hat weniger... ja. Weniger physischen Schutz. Nee, ja, weniger physischen Schutz und Feuerschutz. Aber dafür mehr Magie und Blitz. Und weniger Haltung. Und weniger Robustheit. Also, ja, geht, ne? Wir haben einen besseren. So. Hallo. Diese Typen, die haben ihren Schild immer oben. Aber es gibt einen... coolen Trick, wie man sie ausschaltet. Oh, shit. Wir hätten lieber erst den Bogenschützen ausschalten sollen. Wäre wahrscheinlich eine bessere Taktik gewesen. So, ist hier nämlich noch ein zweiter? Nee. So. Nächster. So. Wow, oh. Bloß nicht runterfallen. So, da kommen sie schon. Wir können mit Treten ihre Deckung durchbrechen. Aber die stehen gerade so scheiße. Dann nehmen wir mal eine Estus Flask, um uns zu heilen. Natürlich nicht vollständig. So. Weg mit eurem Schutz. So. Man kann so lange um sie herumlaufen, bis sie anfangen zu schlagen. Oder man tritt sie einfach und fertig ist. Kleine Scherbe, nice. Die braucht man, um aufzuleveln. Waffen. Was eigentlich ganz cool ist. Werden sie halt stärker. Ich bin mir sicher, dahinter ist doch wer. So. Nicht mit mir, Freundchen. Hallo? Well now, you seem to have your wits about you, hm?
Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Arschloch. So, Gegenstand kaufen. Reparaturpulver brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Da wir im Offscreen-Dingen spielen. Anwesensschlüssel, den brauchen wir auch nicht, weil wir den Generalschlüssel haben. Dolch. Die sind alle nicht so gut. Bogen. Hm. Bin mir gar nicht sicher, ob man einen bekommt.